heute Sitzung des Deutschen Bundestages in Berlin. Und auf der Tagesordnung des Debattentages habe ich gelesen, Gesundheitsförderung, Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen, Cannabis und IT-Sicherheitsgesetz. In Berlin beobachtet das alles für uns Erhard Schärfer. Einen guten Morgen in den Deutschen Reichstag. Das Letztere wird in erster Lesung gelesen und ist sicherlich für Deutschland ein ganz wichtiges Gesetz. So kann man das sagen, Ulrich Stelter. Und wenn wir es mal komplett und vollständig zitieren, dann heißt es Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer oder technologischer Systeme. Deutschland soll, das ist das Vorhaben der Bundesregierung und dieser Koalition, zu einem der sichersten Länder in Sachen Informationstechnologie gemacht werden. Das ist ein sehr, sehr großes Vorhaben. Allerdings scheint es auch sehr angebracht, ein solches Vorhaben zu verfolgen. Denn so hat beispielsweise das Wirtschaftsberatungsunternehmen KPMG festgestellt, allein im Jahr 2013 sind auf 27% der Unternehmen in Deutschland Angriffe von Computerkriminellen vorgenommen worden und im vergangenen Jahr waren es schon 40%. Insgesamt, so heißt es, soll der Schaden, der dadurch entstanden ist, bei 54 Milliarden Euro liegen. Also wir haben es hier tatsächlich mit einem Problem durchaus zu tun, das sich um Spionage, um Sabotage dreht, um Urheberrechtsverletzungen, aber auch um Datendiebstahl und vieles andere mehr. Also ein Thema, das uns in der Tat beschäftigen muss und auch das ein großes ist. Und weil die Gefahr nämlich unzweifelhaft da ist und sie geht durch verschiedene Bereiche. Und wir wollen aber jetzt schauen, ob dieser Gesetzentwurf, der heute zum ersten Mal diskutiert wird, auch das bringt, was er eigentlich bringen soll. Ich freue mich, dass zwei Spezialisten da sind, die sich zum einen mit Netzpolitik beschäftigen und zum anderen auch mit Wirtschaftspolitik. Lars Klingbeil ist der netzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion und Dieter Janacek für die Grünen, der wirtschaftspolitische Sprecher. Guten Morgen Ihnen allen beiden. Herr Klingbeil, ich habe relativ allgemein formuliert, worum es bei diesem Gesetz geht. Machen Sie es mal richtig konkret, was das Gesetz verhindern soll in Zukunft. Also wenn wir zum Beispiel in den Lagebericht des BSI schauen, dann sehen wir, dass es immer... Ich will kurz erklären, Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnologie. Genau so ist es. Wir kriegen hier einmal jährlich im Parlament einen Lagebericht, einen Bericht auch über Angriffe auf die Cyberinfrastruktur. Da sehen wir, dass immer mehr Unternehmen in den Fokus auch von Cyberattacken geraten. Da wird in Produktionsketten eingegriffen, da wird zum Beispiel verhindert, dass Hochöfen runtergefahren werden können, da wird dann dafür gesorgt, dass dort falsche Rückspiegel angebaut werden und das sind in der Tat dann beängstigende Angriffe auf Industrieproduktion. Hier wollen wir ein Lagebild bekommen, deswegen sagen wir, der Staat bekommt eine andere Rolle, Infrastruktur wird verletzlich und wir wollen, dass solche Vorgänge dem Staat gemeldet werden, damit wir auch reagieren können. Verletzlich ist sie, soll aber, ach so, das ist genau nicht verlässlich. Ich dachte, Sie hätten jetzt gerade versprochen, aber Infrastruktur wird verletzlich im Moment beispielsweise durch Computerangriffe. So habe ich es richtig verstanden jetzt. Genau, also wir haben eine moderne Infrastruktur, die immer stärker digitalisiert ist, egal ob das der Energiebereich, der Verkehrsbereich, die Industrieproduktion ist. Und hier sehen wir eine Zunahme von Attacken auf diese Infrastruktur und da müssen wir uns drum kümmern. Und Herr Janacek, wenn wir uns das jetzt so anhören, ich glaube, der Finanzsektor ist ganz besonders betroffen, insbesondere Zahlungssysteme, habe ich noch mal gelesen, ist ein ganz besonderer Fall, wo solche Attacken stattfinden durch Kriminelle. Das, was das Gesetz bislang beinhaltet, ist das aus Ihrer Sicht hinreichend? Kann es das, was Lars Klingbeil eben auch beschrieben hat, verhindern? Ja, ganz klares Nein. Wir sind einerseits sehr, sehr spät dran. Sie haben es gesagt, 50 Milliarden volkswirtschaftlicher Schaden entsteht nach Schätzungen bereits durch Cyberkriminalität. Wir haben jetzt zwar Meldepflichten, die eingeführt werden, aber eine wirkliche Überwachung und eine wirkliche Counterstrategie gegen Cyberterrorismus, der ja auch stattfindet, die findet mit diesem Gesetz ja überhaupt nicht statt. Sie haben unklare Begriffe im Gesetz. Sie können den Unternehmen gar nicht sagen, ob sie rechtssicher sind in diesem Rahmen. Und das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, das braucht auch eine völlig neue Aufstellung. Die müssen raus aus dem Bundesinnenministerium, weil keiner von den Unternehmen möchte ja auch vielleicht zu den Geheimdiensten einen direkten Draht haben. Wie man ja weiß, beim BMI ist das schnell. Also da brauchen wir wirklich einen ganz anderen Ansatz. Suchen Sie einen Punkt raus, wo Sie sagen, da sind die größten Defizite, da müsste viel mehr passieren. Also ganz klar ist das die Frage des BSI, des Bundesamts für Sicherheit und Informationstechnik. Die brauchen eine eigene Rolle, die müssen handlungsfähig sein und zwar nicht nur, indem sie ein Berichtswesen kriegen, dass Unternehmen möglichst viel reguliert kriegen und sehr viel berichten müssen, sondern man muss auch über Prüfaufträge, über eigene Überwachungsstrategien reingehen können in Unternehmen und dort dann auch wirklich die Infrastrukturen, die wir heute haben, überprüfen können. Momentan machen wir ein Berichtswesen auf der Basis dessen, was passiert. Das ist zwar schön, wir kriegen dann mit, was passiert, aber wir wissen ja nicht, was in der Zukunft auf uns zukommt und da haben wir überhaupt keine Handhabe.
216 neue Stellen soll das jetzt schon mehrfach zitierte BSI bekommen nach diesem Gesetz. Trotzdem sagt Dieter Janicek, stärkt das das Amt nicht genug. Na, der Konflikt, den Herr Janicek anspricht, ist ja ein anderer. Das BSI ist momentan Diener zweier Herren, auf der einen Seite sozusagen also dem Innenministerium angesiedelt und hilft auch den Geheimdiensten dann in der Beratung. Auf der anderen Seite soll das BSI künftig stärker die Wirtschaft, aber auch die Bürgerinnen und Bürger beraten. Und da sehe ich auch einen Konflikt und das wird im parlamentarischen Verfahren sicherlich eine Rolle spielen. Wir haben schon während der Koalitionsverhandlungen darüber diskutiert, ob man das BSI aus dem Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums nicht eigentlich raustrennen müsste. Da gibt es auch immer wieder berechtigte Kritik aus der Wirtschaft, dass man sagt, ja, wir wollen uns ja von denen beraten lassen, aber sagen, es ist schwierig, wenn die eine Abteilung, die uns berät, gleichzeitig mit dem Innenministerium dann auch über die Frage von Nachrichtendiensten redet. Das alles bedeutet aber nicht, dass dieses IT-Sicherheitsgesetz nicht ein richtiger Schritt ist, dass der Staat sich künftig stärker auch um Fragen, Angriffe auf die IT-Infrastruktur kümmert. Das sehe ich als richtigen Punkt und deswegen ist dieses Gesetz auch gut, dass wir hier auf den Weg bringen, aber natürlich wird es in der parlamentarischen Beratung noch die eine oder andere Frage geben, die wir zu diskutieren haben. Sie haben einen Punkt angesprochen, der kritisiert wird an diesem Gesetzentwurf und das ist der, dass man sich zwar kümmert um die informationstechnische Sicherheit bei Unternehmen, aber dass die aber beispielsweise nicht beim Staat, bei Bundesbehörden etwa oder bei Ministerien und das zu kurz kommt, sagt beispielsweise die Fraktion der Linken, die Sicherheit der Bürger bei diesem Gesetzentwurf. Wie ist Ihre Position in dieser Frage? Ja, das ist ja in der Tat so, dass kleine Unternehmen, die ein großes Hemmnis haben, Datensicherheit auch zu verwirklichen, was übrigens auch bei der Digitalisierung ein großes Problem bildet, dass die nicht vorankommen, dass die von diesem Gesetz ja gar nicht erfasst werden. Also das Thema IT-Sicherheit ist umfassender. Der Verbraucher, der Enduser, der ist davon maximal indirekt betroffen und der Staat selber erledigt seine Aufgaben nicht. Das heißt, die Behörden kommen den Sicherheitsansprüchen nicht nach, die sie gegenüber den Unternehmen ja verfolgen. Und da ist natürlich eine Kritik da, bis hin zu der Frage der Verfassungsgemäßheit. Denn der Staat kann nicht Ansprüche erheben, Meldepflicht, Rechtsbegriffe, die er selber nicht erfüllt gegenüber anderen. Das ist eine Kritik, die gestern öffentlich wurde durch den sogenannten Cybersicherheitsrat. Das ist eigentlich ein Verein, der aber auch beratend tätig ist bei Bürgern, aber auch bei in der Politik und sich da immer wieder bemerkbar macht. Der sagt genau aus diesem einen Grund, dass der Staat eben weniger tun muss nach diesem Gesetzentwurf, sei das Ganze nicht verfassungskonform. Wie ist Ihre Position an dieser Stelle? Also, dass es verfassungswidrig ist, das halte ich für falsch. Also das ist eine unberechtigte Kritik. Wir arbeiten an diesem Gesetz seit über 5 Jahren und wenn dann so eine Kritik einen Tag vorher formuliert wird, dann zeigt das auch sozusagen, dass es hier eine interessensgeleitete Kritik ist. Nichtsdestotrotz werden... Entschuldigung, es gibt andere Gesetze, die viel länger in der Diskussion sind, wo man auch heute noch sagt, möglicherweise auch nächste Woche Donnerstag übrigens, dass die möglicherweise nicht so, sagen wir mal, EU-rechtskonform im anderen Beispiel sind. Also der Zeitraum und die Länge der Diskussion ist ja noch kein Kriterium. Dass es tatsächlich, dass es nicht verfassungswidrig ist. Deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, wenn Sie nicht unterbrochen hätten, dass wir uns das natürlich angucken werden, diese Kritik. Und ich selbst bin auch der Meinung, dass der Staat mit reingehört, auch die Angriffe auf die staatliche Infrastruktur, wenn wir ein einheitliches Lagebild haben wollen, auf das wir auch reagieren können. Das ist ja auch immer wieder diskutiert worden im Kabinett selbst. Das Innenministerium hat selbst Interesse daran, dass wir staatliche Stellen auch mit reinnehmen in das IT-Sicherheitsgesetz. Also auch das wird im parlamentarischen Verfahren eine Rolle spielen. Aber die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes ist es damit nicht gegeben. Den ist genauso? Ich glaube, da muss man sich schon hinterfragen, wenn man jetzt so lange gebraucht hat, sehr spät dran ist, was vorlegt, was auch offensichtlich noch Lücken hat, was ja die Große Koalition auch selber zugibt, ob man dann im Rahmen der Verfassung handelt. Endgültig beurteilen kann ich das nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir den Ansprüchen, die das Zielgesetz zum Gesetz nach vorne bringen möchte, nämlich IT-Sicherheit zu formulieren, nicht gerecht werden, weil die 50 Milliarden, die volkswirtschaftlicher Staaten entstehen, die sind ja heute schon da und die Maßnahmen, die gehen nicht weit über das, was hinaus, was Meldeberichte, entsprechende Rechtsbegriffe zu verankern, die einfach nicht definiert sind. Und da kommen wir nicht weiter, das ist den Ansprüchen nicht erträglich. Mal gucken, ob wir den Punkt schnell noch kriegen. Ein anderer Kritikpunkt aus den Reihen des Bundesrates war, dass sich das Ganze um eine verdeckte oder um eine erweiterte Vorratsdatenspeicherung handelt, die möglich ist, weil natürlich Unternehmen Daten erfassen müssen, hätte ich jetzt fast gesagt, um zu gucken, wer sie da eigentlich angreift. Wissen wir von Ihnen, dass Sie ein erwiesener Gegner der Vorratsdatenspeicherung sind? Insofern steht uns da auch noch eine muntere Debatte bevor. Wie sehen Sie es im Zusammenhang mit diesem Gesetz? Das stand ja in den ersten Entwürfen mit drin, dass die Unternehmen speichern müssen, auch ich glaube sogar über ein halbes Jahr, aber da hat der Innenminister die Ratschläge der SPD-Fraktion aufgenommen, im Verfahren auch, in dem Anhörungsverfahren. Das taucht jetzt im Gesetzentwurf nicht mehr auf. Was muss aus Ihrer Sicht noch passieren, dass Sie dieses Gesetz zumindest in großen Teilen mittragen können? Oder was wollen Sie noch im parlamentarischen Prozess bis zur zweiten, dritten Lesung bewegen?
Also das eine ist sicherlich die Unabhängigkeit des Bundesamtes für Sicherheits- und Informationstechnik. Die müssen da raus aus dem Innenministerium, weil sonst sind sie abhängig auch vom Verfahren Geheimdienste und Ähnliches. Es darf keine Datensammelwut entstehen. Momentan ist der Eindruck, dass der Staat sehr viel Daten sammeln möchte über Unternehmen, letztlich dann auch über Enduser. Was macht er mit den Daten? Wo kommen die hin? All das ist ungeklärt. Und am Ende muss man natürlich auch Strategien entwickeln, dass die Infrastrukturen, die da sind, auch wirklich geschützt werden. Und das werden sie nicht durch ein Meldeberichtswesen, wo wir sehr viel dokumentieren, aber letztlich keine Handhabe haben, zu reagieren. Dieter Janeschek, vielen Dank für heute Morgen. Lars Kling bei Ihnen auch. Vielen Dank.